Hat jetzt insgesamt hat mich das Züchten jetzt hier gedauert 2,5 Stunden insgesamt. Das war aber so 2,5 Stunden stehen und nebenbei Netflix schauen. Kein gutes Spieldesign. Kein Dichniff, kein gutes Modpack-Design, dass du hier einfach dastehst und wartest. Hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge von Let's Play Beat the Beast Genesis, dem Modpack, wo man viele Blumen ganz doll und lange lieb haben muss, damit da überhaupt mal was draus wird. Ich habe jetzt ein bisschen Blümchen gepflanzt und Sachen gemacht, wie versprochen, und hat jetzt ein bisschen gedauert, aber guck mal da. Schön aufrecht, stolz steht sie da, die Bona Flower, ne? Mächtig aufrecht und sollte uns jetzt hoffentlich Knochen geben. Yes! Da sind sie, Knochen. Oh, eine ganze Menge Knochen. Nice. Ja, ich habe jetzt hier, ich weiß nicht, wie viele Pflanzen ich jetzt hier habe. Jetzt habe ich hier noch eine neue bekommen. Ich bekomme immer wieder zwischendurch neue Pflanzen. Ne, gut, Jungle Sapling hatten wir jetzt schon ein paar. Hier haben wir jetzt ein paar pinke Tulpen. Und eine Lumila haben wir jetzt auch hier zum Beispiel. Hier haben wir noch mal ein bisschen Stickweed zum Beispiel. Oder halt eben generell alles Mögliche. Ich nehme jetzt mal den ganzen Scheiß hier und reiß den Kram wieder ab. Ich habe jetzt erstmal genug gezüchtet. Hat jetzt lange genug gedauert. Ich habe jetzt genug Scheiße in der Tasche. Das kann dann erstmal kurz sortiert werden dann. Und wir kümmern uns als nächstes jetzt darum, dass wir die Knochenpflanzen dann hochzüchten und vermehren. Vielleicht sogar auch noch die Eisen. Wir können. Genau, wir machen jetzt eine Züchtstation für das Eisen, eine fürs Zinn und eine für die Knochen. So, dass wir die auf Max kriegen dann auch. Denn so langsam aber sicher möchte ich schon. Wir haben jetzt ja die Kropfmatrone. Und die kümmert sich ja um alles. Das heißt, da können wir jetzt ganz entspannt die 25er Pflanzen hier anbauen. Und die wachsen halt schneller, geben uns mehr Loot und so weiter und so fort. Und sind halt in allem, was eben so geht, generell besser. Deswegen sollten wir uns auf jeden Fall darum kümmern, dass wir die dann einmal in den Gang kriegen. Dazu müssen wir. Ich bin noch ein bisschen. Ja. Dazu müssen wir am besten. Wir machen Folgendes. Wir machen das mal überall jetzt hier Dings hin. Überall jetzt die Bürger. Machen wir das Feld mal voll, oder? Und du. So. Und was ich gleich machen werde, ich werde jetzt gleich drei Felder aufstellen, die die Fünffach-Kreuz-Version der Pflanzen haben. Sprich, wir suchen uns dann da die beste Pflanze raus, spreaden die und züchten die dann wieder zusammen in die Mitte mit vier Pflanzen. Das ist jetzt so ein bisschen der Plan. Dazu gehen wir es mal hier runter. Dann will ich eine Schaufel machen. Ja, lass uns mal ruhig eine Schaufel machen. Das ist dann, da geht es ein bisschen schneller. Am besten eine aus Stahl. Aber dann schauen wir die, habe ich keinen Stahl mehr da. Habe ich hier eine Stahlschaufel gemacht? Hatte ich nicht. Okay. Dann nehmen wir ein wenig von dem Koks. So. Machen aus dem Koks ein wenig Stahl. Ne, hab's. Nee, warte, wollte ich jetzt gerade nicht. Ich wollte eigentlich jetzt. Das war. Ganz ehrlich. Machen wir ruhig so einen halben Stack rein hier, wa? So. Und ihr zwei auch gleich noch. Es ist gerade dunkel, es ist gerade Nacht. Lass ruhig schlafen, dass wir da wieder Strom reinkriegen vorne. Ach, die gehen ja wieder beide nicht zusammen, ne? Da war ja was. Da geht ihm. Ja. Jetzt zittert sich ja dann so zurecht. Okay, dann sollte man. Lassen wir das so erstmal. So, da haben wir den Stahl. Jetzt können wir dann daraus hoffentlich die Stahlschaufel machen. Shovel. Netherite. Stahl, Stahl, Stahl. Aluminium, Stahl. Oh, ich habe keinen. Was? Was? Ich hab da wohl noch Treated Wood da oder was? Ich hab doch ein bisschen Holz behandelt, nicht? So.
das mal rein. Und jetzt aber nochmal die Stahlschaufel. Dann lässt sich hinten halt eben auch der Dings ein bisschen besser schaufeln. Der Soul Sand. Ist dazu brauchen wir jetzt noch ein bisschen Bone Meal für Bone Blocks. Bone. Wir haben noch einen Bone Block hier und ein bisschen Bone Meal da. Zack. Oh. Und wir brauchen noch drei. Zack. Drei davon. Wir brauchen Zinnblöcke und Eisenblöcke, aber die haben wir hinten alle drin. Das ist also kein Problem an der Stelle. Dann kann der Spaß zurück, das Kupfer kann zurück und den Rest nehmen wir wieder mit. Gehen wieder nach hinten und pflanzen dort einmal frisch den Spaß an. Die muss ich kurz wachsen lassen. Oh, da fehlt was. Die Pflanze, weil ich möchte ja gleich die Saatgut da rausziehen. Und damit das klappt, ich meine, wir könnten natürlich jetzt auch hier das so gestalten. Dann also hier kein Platz für den Spaß mehr. Okay, warte mal. Dann wird das jetzt so. Zack. Das heißt, die spreadet gleich hier rüber auf die 5. Okay. Dann kommt hier drüben am besten dann jetzt die Eisenpflanze gleich hin und auf die andere Seite dann die Dingspflanze. Die Zinnpflanze. Dauert nur kurz, bis sie hier das durchgezogen hat. Das ist jetzt aber erstmal kein Problem. Wir können jetzt mal ganz kurz hier durchgehen und mal ganz kurz den ganzen Scheiß hier wieder abreißen, den ich fabriziert habe. Und die ganzen Blöcke, die da sind, alle wieder einstecken. Und wieder durch die ganz normalen Soul Sand Blöcke ersetzen. Ja, den Kram musste ich halt machen, damit ich halt die Pflanzen wachsen lassen kann. Aber wie gesagt, das brauchen wir jetzt ja nicht. Wir haben jetzt ja alles soweit erstmal wieder unter Kontrolle. So, dann jetzt die Blöcke noch abholen hier. Warum sind die dann noch so am... Okay, die sind offenbar noch ein bisschen gestört hier. Okay, dann los. Ich hab ein bisschen Eisen auch gemacht nebenbei. Ein bisschen Eisen und Zinn haben wir hingekriegt. Ich habe, glaube ich, 3-4 neue Pflanzen angebaut auch oder gesammelt. Hat jetzt insgesamt hat mich das Züchten jetzt hier gedauert 2,5 Stunden insgesamt. Das war aber so 2,5 Stunden stehen und nebenbei Netflix schauen. Kein gutes Spieldesign. Kein gutes Modpack-Design, dass du hier einfach dastehst und wartest. Und ja, man, ich hätte es nicht machen müssen. Ich hätte was anderes machen können, ich hätte jetzt etwas Besseres vorbereiten können, aber wenn du halt einen Plan hast, willst du es halt durchziehen. Wenn du nebenbei was anderes machst, dann lenkst du dich halt eventuell wieder ab damit und dann dauert es nochmal ewig. Und ich wollte nun mal unbedingt die Knochenpflanze haben. Das war ja so das Ziel. Aber das war dann eben nicht mehr ganz so einfach, weil, naja, die Knochenpflanze hat halt auf sich warten lassen. Anyway, wir haben sie jetzt und können jetzt auch hier entsprechend zum Beispiel die Knochenzuchtstation vorbereiten. Kann ich den so abreißen? Ist ohne? Ja. Ich glaube, wie rum ich den drehe, ist egal. Sieht halt nur so gerade einfach schicker aus. So. Die 5 haben wir. Und hier der muss noch, kommt dann später weg, weil die Pflanze umgezogen ist. Hier vorne kommt dann jetzt als nächstes das Eisen hin. Als Zuchtstation. Und hier drüben dann das Zinn. Die Zinnpflanzen. So.
Und ich lasse mal den Rest jetzt gerade erstmal weg hier noch tatsächlich. Das kann man jetzt nur wieder hin platzieren, wenn man da wieder was machen will. Aber erstmal lassen wir das ruhig so. Klemmen aber logischerweise den Soul Sand hier wieder drauf, damit der Verbindung nach oben hat. Ansonsten zählt es hier nicht. So, okay. Zuchtstation ist vorbereitet. Oben das Düngemittel dürfte langsam aber sicher... Ja, da hat es ein bisschen gelitten gerade, weil er jetzt alle Felder fertig düngen musste. Da ist schon gespreadet, sehr schön. Können den jetzt eigentlich abreißen. Kriegen wir sogar nochmal einen Beutel wieder, ausgezeichnet. Haben wir den gleich mal hier mit drauf. Die Boneflor 17, 19, 21. Das ist schon mal ein guter Start. Da musst du noch dort und dort spreaden, dann passt das. Dann... Lass mal hier. So. Immer noch warten, bis die hier durch sind mit der Auswertung. Dass wir dann auch möglichst den besten, den weltallerbestesten, die weltallerbesteste Saatgut haben. Für unsere Knochen und Zinn und Eisen und so weiter. Gut. Während wir jetzt darauf warten, können wir schon mal ein paar von den Knochen nehmen, die ich jetzt habe. Und daraus jetzt ja doch schon mal vielleicht den Ansatz machen von dem Carbon. Darum ging es ja eigentlich bei der ganzen Geschichte. Ne? Wir wollen ja dieses Bio-Dings machen. Also brauchen wir diese Biomasse. Und dann brauchen wir den Compressed Plant Ball. Und den normalen Plant Ball. Und den bauen wir dann zusammen aus diversen Säpplingen und Leaves. Okay. Hier gibt es nur... Nee, jetzt haben wir hier im Extraktor. Okay, scheiße. Das heißt, wir brauchen entweder Säpplinge, Baumsäpplinge oder Leaves. Beides habe ich nicht da. Meine Säpplinge hatte ich ja ein paar gehabt, aber nicht allzu viele. Da muss ich wieder Bäume pflanzen hier. Das ist ja blöd. Okay. Da gibt es keinen anderen Weg für? Jumash. Nee, das muss der Compressed Plant Ball sein. So oder so. Und den machen wir nur über den Plant Ball von IC2 Classic. Und den machen wir nur über die Säpplinge. Oder die Leaves. Okay. Das sind auf jeden Fall Leaves. Leaf. Da habe ich ein bisschen was da. Okay, können wir pflanzen mal eine Oak-Dings an und klauen nochmal alle Leaves und fertig. Zack, dankeschön. Eine Shear wäre jetzt gut. Habe ich hier nicht. Habe ich hier eine Shear? Ja, die kleine hier. Könnte man, glaube ich, gleich nochmal die Dings mal 50 Eisenschiers, ne? Ja, gehen ja auch. Cool. Ja, da war sie schon. Okay. So, anstatt die jetzt einfach durch die Dings zu jagen, durch die Recycling-Tonne. Bauen wir die jetzt einfach zu... Plant Material, Planten, Pflanzenschleim, komprimierter Pflanzenschleim. Den brauchen wir. Einfach durch den Kompressor. Und nee, erstmal den Bioball machen. Den durch den Kompressor ballern. So, wir haben 6 Stück. Dann jetzt durch den Kompressor. Da. Gott, ist das lahmarschig. War das 1 zu 1 oder war das 1 zu mehreren? War 1 zu 1, ne? Oh Gott. Ich brauche 8 Stück davon. Da kann ich gleich nochmal loslegen hier. Oh boy. Kriege ich Säpplinge noch irgendwo anders her? Wahrscheinlich nicht, oder?
Und ich könnte es aus den Essenzen machen, wenn ich die hätte. Ich könnte sie umwandeln lassen, aber das ist ja auch wieder Blödsinn. Oder eben finden in Dungeon Chests. Oder wir könnten, okay, wir können die Oak Sapling Crops könnten wir umwandeln, aber davon habe ich jetzt auch nicht so viel. Gibt es einen Trick, irgendwie Leaves zu machen? Wahrscheinlich auch nicht, oder? Eichenbäume. Oak Leaves Chip von der Biene. Ja, das ist nur chipped. Das wäre umgewandelt und das ist einfach nur der Beehive. Okay. Also auch hier keine Möglichkeit, irgendwie das zu tricksen. Was ist das nervig? Wack. Dann machen wir halt noch mal ein paar. Das Problem ist halt, dass ich, wenn ich die Sapling jetzt verbrauche, dann habe ich eventuell nicht genug für weitere Bäume. Wenn ich aber das auf die Sapplinge gehe, dann bekomme ich halt keine Blätter mehr. Also so oder so, egal wie ich es mache, bin ich jetzt der Gearschte hier. Danke. Zack und zack. Okay, haben wir alles weggesackt, weggesteckt und vertütet. So. Und dann nochmal ein paar von den Pflanzbällen gemacht. Danke. Die nochmal durchrecyclieren. Zack. Kann ich hier eigentlich. Ein Stahl. Wie viel geht denn hier, bevor der Strom ausgeht? 2, 3. Okay. Okay. Gut, das geht schon mal volle Kante hier. Jetzt haben wir die Compressed Plant Balls. Und die können wir jetzt mit dem. Mit dem Sticky Resin zusammenballern, genau. Sticky Resin. Das machen wir dann mal hier. Und zwar so viel, wie ihm geht. 4. Was? Nur 4? Ah, genau, weil wir 8 verbrauchen, bekommen dann 4 Biomeshes. Jetzt brauche ich nochmal 4 von den, nochmal 4 weitere Biomeshes. Um daraus einmal den, das ist ja fürchterlich, das ist ja absolut fürchterlich. Puh. Gott, ist das ekelhaft. Okay. Wo wird mir denn der Quascher vor Augen geführt? Nirgendwo, ne? Nee. Nö. Nö. Das ist der Stromgedöns. Gibt's denn in der Hauptübersicht irgendwas? Nee. Canyon mit. Nee. Hier haben wir den Wienforst Alloy, ne? Das ist ja der uns Dings macht. Der uns das Alu, das Osmium herstellt.
Das ist schon der letzte? Wow, das ist der vorletzte Punkt. Was? Wieso habe ich... Nee. Der braucht den Rienforst-Aloyer. Und das ist die letzte Stufe. Willst du mich verarschen? Warum ist das so komisch? Ich verstehe es nicht ganz. Gibt es da gerne eine andere Möglichkeit, um an die Steelcasings zu kommen? Nee, ne? Nee, gibt es nicht. Es gibt doch keinen Weg an den Steelcasings vorbei, ne? Nö. Warum ist der so komisch? Ja, aus dem Essence gibt es keine. Gibt es sogar keine Seed. Gibt eine Osmium B, wo ich die herbekomme, keine Ahnung. Die macht diese Dinger, daraus können wir dann die, ja, ziehen wir aber auch nur den Staub raus, bringt also herzlich wenig. Und ich finde es im Erz, im Nether. Ja, wir brauchen einen Reinforced Alloy. Fucking hell. Und ohne den Reinforced Alloy keine andere Möglichkeit, an Carbonfiber zu kommen. Das ist scheiße. Das ist doch Kacke, ist doch das. Vor allem, weil die Raw Fiber jetzt so doof zu machen ist. Ich brauche 16. 16 von den Compressed Plant Balls. Das heißt 16 Mal Säpplinge oder Laub. Nee. 16 mal 8. Das heißt 80. 126, ne? 126 Leaves für einen. Für einen Carbonfiber. Und die brauchen aber zwei für das Carbon Mesh. Und die Carbonplatte brauchst du dann quasi für alles. Gott, ist das eine Scheiße. Da muss es doch andere Möglichkeiten geben, daran. Das kann doch nicht wirklich so nervig sein, oder? Das kann ich mir doch gar nicht vorstellen. Es gibt keine Möglichkeit, irgendwie Leaves oder so zu automatisieren, ne? Oder die Säpplinge.
Wir bräuchten wir dann die Wood Essence, aber wir haben aber keine Wood Seed, ne? Ne, es gibt keine Wood Seed. Wir können auch keine Wood Seed herstellen. Alter, das ist eine Scheiße. Oh. Warum ist denn das so doof, Mädels? Könnt ihr mir das erklären, warum das so scheiße ist? Okay, so. Was wollte ich gerade? Genau, gucken wegen der Pflanze hier. Fertig? Ja, ne? Ja. Was haben wir jetzt gerade hier an Essenzen? Die beste. In 19, 17, 22, 18, 17, 20, 17, 17, 19, 14, okay, 16, okay, der hohe Resistwert schreckt mich ein bisschen ab, ich denke, ich gehe lieber auf die 18, 17, 20, oder sogar auf die 17, 17, 17, 19. Ja, wir gehen auf die 17, 17, 19 für den Zinn. Und für das Eisen. Wir haben Alu-Seed bekommen, okay, cool. Für dem Eisen, Ferrum, was haben wir da? 18, 18, 20, 18, 18, 17, 18. Ja, ich denke, die 18, 17, 18 ist eine gute Idee. Okay. Die beiden pflanzen wir jetzt dann mal an und was weiß wieder wo? Hier vorne war 10, okay. Düp, 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 dann los. Da das Zinn, dann um. Und hier drüben dann dem Eisen. Dann spreaden nach links und rechts und dann sollte das passen. Noch nicht ausgewachsen, wie es aussieht. Wie viel brauchst du denn noch hier zum Auswachsen? 6 von 7. Das ist so, der ist gleich durch hier, der Kollege. Wenn die dann alle ausgewachsen sind, dann können wir ja dann den damit wegnehmen und dann wieder züchten lassen. Okay. Wir können hier schon mal die Stöcke rauf machen. Zumindest hier, hier und hier. Hier warte ich mir noch, weil eventuell sonst die Dings rüberziehen. Das ist der Knochen. Das will ich halt vermeiden. Okay. Die wachsen, die wachsen, die vermehren sich, die vermehren sich. Sind wir immer noch beim Problem mit den Zepplingen? Ich habe ja keine Wahl, ne? Also außer die Bäume zu pflanzen und das Lob zu bauen. Da gibt es keine wirkliche Option gerade. Vielleicht kann rausgehen und draußen jetzt das sammeln, aber ist ja im Grunde dasselbe. Nur halt eben draußen. Nicht cool. Bin ich jetzt nicht cool. So ja nicht. Dass du auch keine anderen Rezepte hast für den Plantball. Das wundert mich auch so ganz hart tatsächlich. Die Zepplinge würden dann aber auch 2 geben. Aber Zepplinge kann ich dann auch nicht wirklich farmen gehen. Da bleibt mir nichts über, außer hier wieder mal weiter zu twerken und dann mit der Schere beizugehen. Finde ich ungeil. Anyway, hab ja keine Wahl, dementsprechend machen wir das jetzt. Und das soll es dann jetzt für die Folge wirklich gewesen sein. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Dann geht's dann
Dann habe ich hoffentlich genug Carbon-Fiber für was auch immer ich vorhabe damit. Und wir können dann uns dann um andere Sachen kümmern. Ich will bis dahin noch ein paar Bäume züchten und gucken, dass wir vielleicht bis dahin auf jeden Fall noch ein paar von den geplanten Dingern da haben. Das soll es jetzt aber für die Folge gewesen sein. Wie üblich, wenn es Video gefallen hat, gerne mit subscriben oder den Rezept wie sticken. Da gibt es ein bisschen mehr von mir. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.